Bei Blow-Door-Messungen denkt man ja in erster Linie an die Luftdichtheitsüberprüfung von der Gebäudehülle. Aber es gibt auch ganz viele andere Anwendungsmöglichkeiten und damit kennt sich die Planschmiede aus. Du als Architekt bekommst ja immer wieder mal Anfragen für ungewöhnliche Messungen, zum Beispiel Aufzugsschächte. Warum misst man sowas? Richtig, der Anwendungsbereich der Blow-Door-Messung ist natürlich vielfältig. In der von dir angesprochenen Aufzugsmessung ging es darum, dass die Aufzugstüren aus Gründen des Brandschutzes, aber auch der Geräuschentwicklung dicht sein müssen. Das war der Hintergrund. Darüber hinaus gibt es aber auch Anfragen oder den Bereich zum Beispiel von Löschgashaltezeiten. Also geht es darum, dass in Serverräumen das Löschgas im Brandfall bestimmte Zeitdauer dort verweilen soll. Oder man kann Lüftungsanlagen messen oder einregulierende Messungen durchführen. Oder wie der Frank uns jetzt vielleicht erzählen möchte, auch eine ganz andere spannende Messung, die nochmal was ganz anderes darstellt oder gemessen wurde. Okay. Frank Brockmann, du bist Blow-Door-Messdienstleister im Norden. Was meint denn der Michael jetzt mit spannender Messung? Ja, das war eine spannende Messung auch für mich. Also ich habe einen Anruf gehabt aus Bremerhaven und zwar von so einem Offshore-Windkraftanlagenhersteller. Und da habe ich gedacht, was will der mit einer Messung von mir? Nee, da ging es darum, die haben ihre Geräte, die in 280 Meter Höhe eben eingebaut sind, Offshore-Anlagen, da soll das Salzwasser, die Salzwasserluft nicht in die Anlage selber reinkommen. Und die haben also ein Überdruckgerät im Gerätehaus selber eingebaut und die wollen natürlich die Gerätschaften nicht überdimensionieren. Deswegen wollten sie wissen, wie viel Volumenströme sie einsetzen müssen. Also ein ganz anderes Aufgabenfeld. Aber das konnte ich mit der Blow-Door-Anlage, Mehrfachanlage in diesem Falle, eine Fananlage, ganz einfach erledigen. Aber es ist eben noch eine Mammutaufgabe, weil die Anlagen alle in 60 Meter Höhe eingebaut werden mussten. Ne? Ist schon spannend. Also es hat dir Spaß gemacht, das hat dir kein Kopfzerbrechen bereitet. Und zu Anfang schon, weil ich gar nicht wusste, was sie überhaupt von mir wollten, aber nachhinein habe ich viel Spaß gehabt. Okay, dann vielen Dank. Viele Grüße von der Bild-Air und wenn Sie mehr Geschichten über Blow-Door-Messungen oder Luftdichtheitstests und Luftdichtung wissen wollen, schauen Sie doch einfach mal auf den ProKlima-Blog.